Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Wir sind hier immer noch in unserer kleinen Scheunenhütte und versuchen erstmal hier der GEMA-Mucke zu entkommen. Und wir müssen dem Barry das Silo öffnen. Das heißt, wir haben einen Kontrollpunkt jetzt erstmal erreicht. Wir müssen hier den Motor anmachen und ich versuche mal hier die ganze Zeit rüber zu quatschen, damit man unten diese Mucke nicht hört. Sehr gut, das Licht geht an. Können wir... Zack, Lithium-Ionen-Batterien, wo können wir die denn nehmen? Ach, da können wir die nehmen. Okay, die nehmen wir natürlich mit. Und wir gucken mal, dass wir hier das benutzen können. Ah, sehr gut. Na, dann können wir wieder runterfahren. Das da. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Die hatten das Gebräu. Treten. Pam! So geht man hier raus. So, wir müssen mal die Silo-Tür immer noch für Barry öffnen. Wo ist denn die? Jagdgewehr-Muni. Gegenstandslimit erreicht. Wo komme ich denn hier raus? Da muss ich da lang. Ich habe ein ganz dummes Gefühl, wenn ich das Ding hier sehe. Ein ganz dummes Gefühl. Hallo? Da hinten ist nochmal Emergency Case. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wusste es. Oh, nee. Kommt, Jungs. Nicht doch. Ups. Slow-mo. Komm her. Komm her. Ich treib dir die Dunkelheit aus dem Leib. Da kannst du rennen, wie du willst. Jawoll, ja. So und nicht anders geht das hier. Mensch, das war ja jetzt hier, ich dachte ja, das wird jetzt ein bisschen kniffliger, aber irgendwie hat er am Anfang ziemlich lange rumgemehrt. Naja, pfff. Jagdgewehr-Muni, Revolver-Muni, Schrotflinten-Muni haben wir nicht. Also Muni gibt es ja hier ohne Ende, das scheint ein bisschen actionreicher zu werden hier. Aber ich muss mal gucken, dass ich irgendwie... Silo-Tür für Dingens, Barry, wahrscheinlich muss ich hinten rum, wa? Okay. Dann gehen wir doch mal da hinten rum. Und gucken, ob wir das für Barry öffnen können. Das ist ja die... Ah, okay. Ah, ja, ja, okay, verstehe. Vielleicht kriegen wir das ja gebacken. Ne? So, was gibt's hier drin? Irgendwas für Arme? Nö, außer eine Leiter. Die wir direkt mal nehmen und... Ah, okay. Wenn ich jetzt hier runterspringe, da kommt da was raus. Das sehe ich doch. Aber ja. Kommt schon. Haben wir eigentlich... Ne, wir haben bloß die. Keine Blendgranaten oder sowas. Die da. Ist das die Silo-Tür? Nee. Das ist doch hier ein... Die da. Bist du das da draußen, Kumpel? Ich brauchte den Schlüssel, um Barry rauszuholen. Ja, ich bin's. Warte! Ich suche den Schlüssel für die Tür. Zauberhaft. Was ist denn hier? Disco Fever? Hey, was dauert da so lange? Hier ist alles verstaubt. Du weißt doch, meine Allergien. Ja. Heul nicht rum. Ich komme ja schon. Los, Al, mach die Tür endlich auf. Mir gefällt's hier drin gar nicht. Warten. Los jetzt, Mann. Ja, doch. Aber habe ich irgendwas verpasst? Was hat das denn Ganze mit den Andersons zu tun auf einmal?
Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Hey, ach genau, stopp. Ich weiß wieder. Diese Farm ist ein die hatten ja ihre... Das ist ja ganz wie ihre Schriften da niedergelegt und deswegen wollen wir da rein. Ah, ja. Verstehe. Hat's kurzzeitig vergessen, Entschuldigung. Passiert. Willkommen in Valhalla. Zauberhaft. Die Alten sind echt knuffig. Komm schon, noch ein Tor. Wir schaffen das. Ja, du könntest es so alleine machen. Weil Kraft ist Masse mal Beschleunigung. So. Die sind echt geil. Die Alten sind cool. Sind wir gespannt, was wir jetzt hier für Schriften und Weisheiten finden in dem Häusel. Die Lichter sind aus. Wir sollten nach der Sicherung sehen. Na klar. Thermoskanne. Ach, das ist bloß Gäste-WC. Ich dachte, hier gibt es gleich die. Wo sind denn hier die Sicherungen? Hallo? Untersuchen. Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Mhm. Ha, geil. Sicherungskasten. Wo bist du? Was sagt mir der Pfeil? Sagt er mir, geh nach oben oder sagt er mir, geh nach unten? Nee, der sagt mir, geh nach dieser oben. Ort sieht ziemlich bewohnt aus. Was? Oh, ich kann das kaum lesen, ey. Old Guts, was? Alte Götter kennen die Wahrheit. Ich glaube, die Klinik nicht so gut auf die auf. Sie hauen öfter ab, um sich hier die Kante zu geben. Ganz im Ernst, diese Typen klingen super. Huch. Hallo? Ah. Hier haben sie wahrscheinlich gepennt. Ah, Sicherungskasten. Boah. Ist das jetzt hier die ganze Zeit GEMA-Mucke, dann krieg ich eine Macke. Da muss ich ja die ganze Zeit drüber quatschen. Ja. Ja, das wäre super, weil wir müssen das ausschalten. Also ich werde mal ein bisschen drüber quatschen, auch wenn die jetzt hier, wenn ich dann deren Talk quasi überquatsche, ich weiß nämlich nicht, ob es GEMA-Mucke ist oder nicht. Müsst ihr halt unten lesen, ihr habt ja da die Texte dazu. Cynthia Weaver. Mhm, genau. Es sind ja Viva, ich weiß es nicht. So, warte mal. Kann man die ausmachen? Nein, nicht die Schaltplatte abschieben. Och. Du brauchst den Schlüssel von Hexe zur Hütte, damit sie deine Liebste befreit wird. Ah, okay. Ah, das ist quasi der Text dafür, dass, wie wir die Freundin von Ellen Wake quasi befreien. Finde die Idee des Lichts. Jetzt habe ich nicht mitgelesen. Wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Okay, so machen wir das. Cynthia Weaver ist die alte, verrückte, hässliche. Es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ach, was soll's. Eine gute Idee. Draußen knallt's und drinnen wird gesoffen. So muss es sein. Okay, so ein verrückter Typ ist halt nicht zu dir, Herr Graf. Hör mal, du bist für mich wie ein Bruder. Ich bin Schriftsteller, Gott, verdammt. Korrekt. Wenn ich mal Lust habe, schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es wären die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Was tun die bloß rein in das Zeug? Es fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorg mir das Rezept von den alten Kreuzer und werde... Schnapsmillionär! Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß. Alles gut. Wir sorgen schon dafür. Sehr gut. Ich liebe diese Cutscenes und jetzt ist natürlich wieder... Ich glaube, den guten alten Barry hat es ausgenockt, aber alle beide haben es, glaube ich, verdient. Ne? So viele Leute, wie wir schon umgebracht haben, geht auf keine Kuhhaut mehr. Wer schnarcht denn hier so eklig? Ach. Offene Augenträume oder was? Verdammt.
Oh Gott, was ist das denn jetzt? Alan? Alan, wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme. Alles wird gut. Ich komme. Es war ein irrer Traum im Raum, doch mehr als Hilf das. Mir! Es war die Wahrheit. Eine unterdrückte Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson-Gebräu. Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was passiert. Alice? Ich Alice? Erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hätte die Lichter nicht ausgeschaltet. Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinkend. Ihr hinterherzuspringen war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Jenseits dieser Erinnerung war nichts. Ich musste meinen eigenen Spuren folgen, um zu erfahren, was in jener Nacht passiert war. Ich fand sie inmitten der Schwärze nicht. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Alice. Jagger hatte Alice. Also hatte sie auch mich. Ich war leichte Beute. Schauen Sie zur Hütte. Ist dort jemand am Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. So langsam wird mir einiges... So dämmert mir, so peu à peu dämmert mir hier was. Das Dunkel hatte mich berührt. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Alter Creepy Way. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht oben im Arbeitszimmer. Alice! Genau, dort befindet sie sich. Bitten Sie um Verzeihung. Alice! Wir werden gemeinsam über diese Sache lachen. Alice? Sie ist nicht hier. Sie waren ein Narr, das zu glauben. Nein, sie ist tot. Ertrunken. Nein! Nein, nein! Sie sind schuld daran, dass ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte ihnen doch nur beim Schreiben helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Sie wollte, dass sie schreiben. Ich sagen, was zu tun ist. Sie können sie zurückschreiben. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Alter! Du blöde Pisskuh! Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde alles retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier, ich bin hier, so steht es geschrieben. Ich warte darauf, nicht, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich, es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus.
Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Oh mein Gott, ey, was ist denn? Jetzt muss ich mal kurz hier die Musik wieder leise drehen, weil das hier... Ich bin gerade baff. Ich bin richtig... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Episode 4 ist quasi vorbei. Und wir können dann mal diesen schönen Megema-Song einfach mal überspringen, ne? Also, das machen wir mal. Jetzt. Also gleich. Jetzt. Eingabe. Entschuldigung. Alan Wake. Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die sie erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, hm? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Folge 5. Der Klicker. Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Audrey letztes Jahr mit seinem Hirschfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen. Okay? Ich habe es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewahren. Im Licht aufzubewahren. Ah. Immer im Licht. Ich verstehe. Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Na, ganz toll. Ich glaube... Meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Dann lass lieber die Gusche zu. Das ist nicht gut. Nee, das ist überhaupt nicht gut, aber wir werden... Reiß dich zusammen, Barry. Meine Güte. So, ihr lieben Liebenden, wir sind mal wieder am Ende des Parts. Wir haben schon wieder überzogen, weil die Story... Ja, ich weiß, wir müssen mit Viva sprechen. Was, die ja, die alte Schrulle, die so ein bisschen crazy war. Die am Anfang, die in den dunklen Gang geguckt hat. Ich musste erst ein wenig lesen, Chef. Okay, wir beenden den Part nicht. Sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Ja, das ist ein Gitter, du Trottel. Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los, zurück in die Zelle, Stephen King. Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Das kenne ich.
Du sagst Licht. Es. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Jawohl. Oh Mann. Mach ich. Ohne Licht haben wir keine Chance. Ja, ja, bleib locker. Bleiben Sie ruhig. Ich kann den Notstromgenerator anmachen. Wir müssen jetzt erst einmal, und das ist ganz wichtig, jetzt müssen wir einen Cut machen. Weil wir sind schon wieder über ein paar drüber. Ach, die... Ich bin baff. Die letzte Folge, also diese Folge, was an Story da rausgekommen ist. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich find's richtig geil. Und wir werden's sehen, wenn es morgen weitergeht. Wenn es heißt Let's Play Alan Wake. Und wir werden... wir bewegen uns, glaube ich, mit großen Schritten auf das Ende zu. Und das ist vielleicht auch gut so, weil ich meine Nerven mache. So, Aufnahmezeichen 2,5 Stunden aufgenommen. Meine Fresse, ich werde bekloppt. Also, bis dahin. Wir sehen uns morgen wieder. Vergesst nicht ein Däumchen nach oben oder vielleicht einen Kommentar auf Facebook oder vielleicht auch direkt unter dem Video, wie ihr wollt. Facebook übrigens, /TheThinky. Also, in dem Sinne, Schüssi mit Küsschen, Rinja, und wir gruseln uns morgen wieder. Tschüss.